Piraten schimpfen gern. Das ist, ja, die Kommunikation ist sehr offen. Wenn jemandem was nicht passt, dann wird das auch unmittelbar und sofort ausgesprochen, oft auch auf Twitter. Was mir dann allerdings auch irgendwann aufgefallen ist, ist, dass diese Beschimpfungen oder dieses Geschimpfe oft gar nichts mit dem Inhalt oder mit dem, worum es eigentlich geht, zu tun hat, sondern es sind oft Verfahrensfragen und oft haben diese Beschimpfungen auch den Charakter eines Rituals. Willkommen zum Klabautercast, jetzt schon Nummer 97. Die 100 rückt immer näher und ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Hier bei mir sitzt Gerhard Anger. Hallo Gerhard. Hallo Maha, grüß dich. Ja, wer bist du eigentlich? Also viele kennen dich, aber vielleicht nicht alle, die diesen Podcast hören. Deshalb noch eine kurze Vorstellung. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Gerhard Anger, bin seit jetzt über 3 Jahren Pirat im Landesverband in Berlin. War zwischenzeitlich von Februar 2011 bis Februar 2012 schon mal Landesvorsitzender dieses Landesverbands. Als wir also auch ins Abgeordnetenhaus eingezogen sind und den Wahlkampf bestritten haben für diese Wahl. Ja. So. Und sonst hast du keine Ämter. Zurzeit habe ich keine Ämter und nö, ich twittere und lese und mache und tue, habe aber keine weiteren Parteiämter. Als Tollwut bei dir. Richtig, in der Tat. So. Genau. Ja, und das heutige Thema lautet Gelassenheit durch Transparenz. Gelassenheit durch Transparenz. Ja, das habe ich zumindest mal kürzlich getwittert und ja. Ja, passt mal, glaube ich. Das klingt lyrisch. Ist natürlich aber vom im Prinzip geklaut von Klaus Peukert, denn Motto Gelassenheit durch Kompetenz ist. Jetzt Klaus Peukert, der im Bundesvorstand sitzt und als Tatsun twittert. Und ich glaube, das ist so die Headline seines Blogs, Gelassenheit durch Kompetenz. Stimmt, jetzt weiß ich auch, woher ich das kenne. Ich habe die ganze Zeit, ich habe einfach in der falschen Ecke gesucht. Bei Gelassenheit habe ich an Ataraxie und so gedacht. Ah, okay. Und irgendwie war bei den Altgriechen, bei den alten Griechen. Und natürlich Klaus Peukert. Ja, der passt auch zu den alten Griechen irgendwie. Ja. Genau, stimmt. Gelassenheit durch Kompetenz. Gelassenheit durch Transparenz. Ja. Ja. Was willst du uns damit sagen? Was ich damit sagen? Ja, ich meine, ich kandidiere ja wieder. Wir haben in knapp 3 Wochen die nächste Landesmitgliederversammlung. Und es waren, glaube ich, viele Piraten überrascht. Denn ich hatte ja im Februar diesen Jahres sehr kurzfristig entschieden, nicht nochmal zu kandidieren für den Landesvorstand. Und das dann auch auf der ersten Landesmitgliederversammlung diesen Jahres auch bekannt gegeben. Da ist kürzlich ja auch wieder ein bisschen was in der Presse drüber geschrieben worden, mit der Headline der Burnout-Pirat und das Comeback oder so ähnlich. Ja, Gelassenheit durch Transparenz. Ich versuche damit die Idee oder den Plan, den ich gerne verwirklichen möchte in diesem Landesverband in den nächsten 4-5 Monaten zusammenzufassen, weil ich finde, dass es ganz gut passt. Ja. Also der Plan, der letztlich mit dieser Kandidatur verbunden ist und an dem diese Kandidatur auch hängt, weil ich denke, dass wir was tun müssen und nicht nur drüber reden, dass wir was tun müssen, was im Moment für mein Gefühl immer noch so das Stadium ist. Es wird immer wieder festgestellt, dass bestimmte Dinge so eigentlich nicht weitergehen können, dass wir uns auch als Organisation verändern müssen, weil ja auch von außen sozusagen viele Veränderungen über uns ja, kann man fast sagen, hereingebrochen sind, gerade so am Ende des letzten Jahres, nach der Wahl, vor der Wahl aber auch schon. Und es reicht aber nicht, einfach nur immer drüber zu reden und festzustellen, dass Dinge passieren müssen, sondern wir brauchen einen Plan. Und ich habe zumindest einen Vorschlag dafür und den ich sehr, sehr gerne umsetzen möchte mit allen anderen Piraten im Landesverband zusammen und auf den ich auch richtig Lust habe. Und das ist auch der Grund, warum ich nochmal kandidiere. Ja, also nicht, weil du sagst, es war ein Fehler, nicht beim letzten Mal angetreten zu sein. Also ich glaube, also für mich war es auf jeden Fall kein Fehler, weil ich hätte ich hätte nicht wirklich gut weitermachen können, glaube ich. Also es hat mich schon alles sehr angestrengt und ich hatte auch
vor allem zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, auch wirklich keine klare Idee, wie diese Dinge, die mir ja auch alle aufgefallen sind, dass wir irgendwie so eigentlich nicht weitermachen können, dass es irgendwie so alles aus allen Nähten platzt und man so das Gefühl hat, es laufen zwar Dinge, aber irgendwie es ist so unangenehm gewesen. Und ich hätte das damals auch nicht machen können, glaube ich. Ja. Also ich hätte sicherlich irgendwie weiter wursteln können, aber nicht wirklich gut. Und insofern war das schon für mich, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Ja. Ja, ich glaube auch, also die Zeit nach dem, also ich, was heißt ich glaube auch, ich weiß ja nun, ich kann ja nicht über deine Befindlichkeiten urteilen, aber ich glaube zumindest, erstmal war die Periode, in der du Vorsitzender warst, ja eine, wo sich sehr viel verändert hat, wo auch sehr viel erreicht wurde, immerhin der Einzug ins Abgeordnetenhaus mit diesem Wahlkampf, das war ja nicht ohne und du hast da ja nun wirklich in vorderster Front gekämpft. Und dann aber nach dem Wahlkampf, also jedenfalls hatte ich das vorher befürchtet und die Befürchtung, also die Realität hat die Befürchtung ja auch noch übertroffen, dass dann auch eine sehr schwere Zeit auf uns zukommt nach dem Wahlkampf durch die vielen Eintritte, durch die damit verbundenen doch starken Veränderungen, dass halt Gruppen sich auflösen, neu finden müssen. Das haben wir auf der Crew-Ebene gesehen, aber es geht ja nicht nur um die Crew, es geht ja überall, also um alles. Arbeitsgruppen, wer ist zentral, mit welchen Dingen beschäftigt und so. Also es hat einen unheimlichen Umbruch gegeben. Danach, die Partei hat sich sehr verändert und da war es, glaube ich, auch ganz gut. Glaube ich, dass das ist auch, dass bestimmte Leute sich da zurückgezogen haben und vielleicht jetzt wiederkommen, weil man jetzt wieder eigentlich da ansetzen kann, wenn es darum geht, was neu zu gestalten. Ja, und halt auch so dieses Atemholen mal. Ja. Denn es stimmt schon, wir hatten halt in dieser Amtszeit doch auch sehr verschiedene Phasen. So eine Phase, die eher sich nach Katastrophenstimmung angefühlt hat, wo eigentlich, glaube ich, die meisten auch so das Gefühl hatten, das wird jetzt auch so richtig nichts mehr. Dann halt so diese extrem High-Phase, eigentlich von dem Zeitpunkt, wo die Plakate angekommen sind, dann im Strömenregen aufgehängt wurden, dann die ersten wirklich guten Umfrageergebnisse und dann hat sich das halt alles so hochgeschaukelt und es war immer mehr zu tun und alles rannte nur noch rum und es hat schon Spaß gemacht, war wahnsinnig anstrengend und war halt auch sehr interessant. Dann eben dieser Wahltag und dieser Wahlabend, der auch ziemlich krass gewesen ist, was ja so mehr oder weniger auch das einzige Wort war, was ich dann in meiner sehr kurzen Ansprache bei der Wahlparty gesagt habe, nämlich krass. Und dann halt die Monate danach, wo, wie du sagst, eben, ja, glaube ich, auch dieser Landesverband an echt viele Grenzen auch gestoßen ist. Ja, auf jeden Fall. Weil eben 13 Entitäten dazugekommen sind, die es vorher nicht gab, also eine Abgeordnetenhausfraktion und 12 Fraktionen in den BVVen, eine Vervielfachung der Mitgliederzahl und das alles innerhalb von gefühlt Sekunden, also wirklich so eine Explosion. Ja. Und das hat, glaube ich, sehr viele an Grenzen gebracht und auch ein bisschen darüber hinaus oder häufiger sogar darüber hinaus. Und also ich kann sagen, ich hätte damals nicht irgendwie im Amt einen Schritt zurücktreten oder mehrere Schritte zurücktreten können, um mir das Ganze anzuschauen, Atem zu holen und mir irgendwas zu überlegen und dann irgendwie einen einigermaßen vernünftigen Vorschlag oder so zu machen, was man jetzt tun kann. Dazu wäre ich nicht in der Lage gewesen und ich glaube auch so jetzt erstmal niemand anders. Also das ist ja auch wenig gekommen. Klar, es waren dann natürlich viele Initiativen im Sinne von, wie binden wir neue Mitglieder ein, mit Vorträgen, zum Beispiel über Liquid Feedback und so weiter und so fort. Da ist viel passiert. Es ist sehr, sehr viel passiert. Das muss man eben noch sehen. Also ich meine, das ist immer so, es ist ja oft so, ich meine, wir sagen ja immer, ach, der Vorstand, das geht uns nicht so an, also wir machen, wir können noch ohne und so. Aber man blickt dann doch immer auf den Vorstand. Und dann hat man halt gesehen, nach der letzten Wahl, also Anfang des Jahres im Januar, ja, der Vorstand und dann ist dann auch gleich einer zurückgetreten und so und waren alle nicht so glücklich, aber dass gleichzeitig eben auch doch sehr viel passiert ist, also sehr viele Sachen so von Einzelnen im Landesverband, das wird dann meistens übersehen. Also ich denke, und da ist viel gemacht worden, auf jeden Fall. Ja. Und auch wirklich super Sachen, was zum Beispiel auch wirklich gut funktioniert, ist sowas wie die Organisation von Veranstaltungen.
Veranstaltungen, jetzt mit der Konferenz, die stattgefunden hat, mit Kanzelfall, aber halt auch mit den Landesmitgliederversammlungen und so. Mhm. Also das sind Sachen, die wirklich super laufen. Und dann eben auch an vielen Stellen Initiativen, ja, die Partei zu erklären, bestimmte Dinge zu erklären, wo wirklich richtig viel gemacht wird. Mhm. Also und auch sehr coole Sachen. Das ist ja schon auch sehr schön. Ja, ja, klar. Ja, gut. Also das, das ist also jetzt tatsächlich dann auch ein Punkt, wo man dann neu einsteigen kann und was verändern kann. Mhm. Und das hast du ja vor. Ja. Also. Ja, nicht ich alleine, um Gottes Willen. Also, ja, kommen wir mal, bevor, bevor du im Einzelnen erklärst, was da passieren wird, nochmal zu dem Ausdruck Gelassenheit durch Transparenz. Ja. Also Gelassenheit, ich habe vorhin nur gesagt Ataraxie und es nicht erklärt. Das ist das griechische Wort für Unerschütterlichkeit und wird auch so als Seelenruhe bezeichnet, dass man sich eben nicht, ja, das, also eine emotionale Gelassenheit, dass man sich eben nicht durch alles gleich aus der Ruhe bringen lässt. Aber man, es ist halt ein Unterschied zur Apathie, die halt eben, bei der man nicht mitfühlt, bei der man eben von den Gefühlen der anderen nicht berührt wird. Bei der Ataraxie wird man halt berührt, man ist nur so stark, dass man halt nicht aus der Bahn geworfen wird. Ne? Das ist halt, ja, Tranquilitas Animi. Ja, tatsächlich. Also das schwebt dir vor. Ja, aber nicht nur für mich. Ich meine, das war ja durchaus auch ein Thema, oder es ging in die Richtung, was ich damals bei dieser Landesmitgliederversammlung gesagt hatte, warum ich zu dem Zeitpunkt, also einer der Gründe, warum ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr antreten wollte und die Kandidatur zurückgezogen habe. Weil ich damals den Eindruck hatte, okay, es bleibt im Grunde genommen eigentlich nur die Variante übrig zu sagen, ich kopple mich sozusagen von den Gefühlen ab. Also tatsächlich die nicht die Unerschütterlichkeit, wo man zwar fühlt, aber sich dadurch nicht vollständig aus der Ruhe bringen, aus der Bahn werfen lässt, sondern tatsächlich so ein, man muss sich vollständig oder möglichst vollständig abschotten, um das Ganze noch zu überstehen. Ja. Und Apathie eben. Ja. Und das, ist eigentlich sehr schön. Und was dann doch auch seinerzeit schon alles so bekannt gewesen ist und beschrieben wurde. Mhm. Und aber natürlich nicht nur meine eigene Seelenruhe, das wäre jetzt auch sehr vermessen, einen Plan umsetzen zu wollen in so einer großen Organisation, die dann irgendwie darauf hinauslaufen soll, damit dass ich selber meine Ruhe habe. Das wäre auch ein bisschen irgendwie absurd. Sondern ich glaube, es fehlt uns insgesamt als Organisation und auch vielen Mitgliedern in der Organisation fehlt es tatsächlich sehr an Gelassenheit. Das sieht man immer wieder, dieses klassische Shitstorm-Phänomen, was aber eben nicht nur, mittlerweile glaube ich eben nicht nur die Form ritueller Beschimpfung annimmt, so ist es halt ein so wie vielleicht ein Wrestling-Kampf oder so, der eben bestimmte Formen vollführt und eben irgendwas symbolisiert oder so, sondern dass da natürlich oft auch wirklich echte, sehr intensive Gefühle im Spiel sind und vielleicht auch das eine oder andere Mal mehr als unbedingt notwendig wäre und als dann auch der Sache gut tut. Ja. Das denke ich auch. Also das ist eigentlich eine sehr gute Beobachtung. Das beschreibt die Piratenpartei sehr gut, dass eben immer so eine Aufgeregtheit, eben das Gegenteil von Ataraxie, da weiß ich gar nicht, wie man das nennt, dass das eben tatsächlich ein großes Problem ist, dass Leute sofort aus dem Häuschen sind und ja sich durch alles sozusagen sofort aus der Bahn werfen lassen. Und man sieht es ja nicht nur bei Twitter, man sieht, also Twitter ist sicherlich ein guter Indikator, aber man merkt es immer wieder, auch wenn man mal auf einem Crew-Treffen ist oder im Kinski, ist immer irgendwie, es gibt immer irgendwie gerade ein Gate. Ja, und vor allem halt aus der Bahn werfen, nicht nur vielleicht irgendwie persönlich, sondern so, dass es dann auch wieder die Organisation betrifft. Ja. Dass dann zum Beispiel alles stehen und liegen gelassen wird, dass sich dann nur damit beschäftigt wird, dass andere Dinge vielleicht dann auch einfach nicht passieren, dass dann irgendwie sich eine Frustration immer weiter hochschaukelt, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, es geht nichts voran. Ja, man dann tatsächlich irgendwie selbst das Gefühl hat, dass die Geschichte stimmt, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen würden, keine Inhalte hätten und so weiter und so fort, was ja von außen immer wieder so erzählt wird. Ja. Und wenn man selber anfängt, dieses Gefühl zu haben, dann ist ganz schlecht. Weil sich da wieder irgendwie rauszuziehen aus so einem Loch ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich weiß das ja selber, ich bin ja nun auch in den letzten
Monaten das eine oder andere Mal auch ziemlich explodiert und zwar durchaus ja auch öffentlich, zum Beispiel mit einem Podcast, den ich mit Andreas Baum und dem Pupen aufgenommen habe, wo diese, wo auch diese Frustration sicherlich, also sich auch Luft gemacht hat. Ich habe mir da tatsächlich auch Luft gemacht. Die haben mich fürchterlich über bestimmte Dinge geärgert. Glaube auch mittlerweile, dass es ein durchaus notwendiger Schritt war, mal so ein paar Mal zu explodieren, damit sich meine eigenen Gedanken auch wieder irgendwie sortieren und wieder so ein bisschen zusammenrütteln und ich dann danach irgendwie eher als davor, glaube ich, wäre ich auch nicht in der Lage gewesen, ruhig über bestimmte Sachen nachzudenken. Ja. Nach ein paar dieser Explosionen wurde es dann plötzlich wieder möglich und das ist natürlich auch so eine Funktion von so einem Ärger, aber mir passiert sowas halt irgendwie alle paar Jahre und nicht alle 5 Minuten. Ja, naja, gut, also das ist ja, ne, das ist auch so ein Punkt, über den wir vielleicht nochmal sprechen könnten, über die Dinge, die da passiert sind und die sich auch verändert haben. Ich sehe ja auch eine Veränderung. Ich es wird jetzt auch an der Zeit, mal was zu machen über ein Jahr Abgeordnetenhaus, aber mich nochmal zurückgestellt, kommt noch. jetzt aber bleiben wir nochmal bei der Gelassenheit durch Transparenz. Ja. Gut, das klingt seltsam, denn was hat Transparenz mit Gelassenheit zu tun? Aber da sind wir, glaube ich, direkt schon bei der eigentlichen Operation, also bei dem, was du vorhast. Ich glaube schon, ich glaube schon. Vielleicht so zur Einleitung noch ganz kurz. Wir haben ja schon festgestellt, dass sich unser Landesverband Berliner Piratenpartei sehr stark verändert hat. Mit 13 Fraktionen, mittlerweile etwa 4000 Mitgliedern. Also der letzte Stand im Wiki, den ich irgendwie gesehen hatte, war irgendwas mit 3700 noch was. Und die Strukturen, die wir hier im Landesverband haben, organisatorische Strukturen, sind immer noch genauso wie 2009. Ende 2009 oder im Sommer 2009, es ist also schon dann doch auch über 3 Jahre her, tatsächlich über 3 Jahre jetzt, wurde bei einer Landesmitgliederversammlung, bei der 40 Leute, glaube ich, waren oder so, wo ich auch schon Versammlungsleitung gemacht habe, in einer Karaoke-Bar in der Warschauer Straße, das Konzept Crews und Squads vorgestellt. Ja. Es wurden dann auch gleich an demselben Abend, glaube ich, noch ein paar Crews, initial gegründet, die Witwe Tsching in Charlottenburg und ich glaube noch ein paar andere Sachen. Und das ist im Grunde genommen immer noch das, was wir hier machen. So ist, so sind wir organisiert. Ja. Wir haben dann Anfang 2010 ein Liquid Democracy System eingeführt und in die Satzung geschrieben, eben Liquid Feedback und benutzen das seitdem. Da haben wir eine Entscheidung getroffen, die damals schon daraus gerichtet war, dass es skaliert. Dass es eben nicht nur mit 40 Leuten funktioniert, sondern da haben sich Leute was überlegt und dann auch umgesetzt. Was sehr gut skaliert, ein bisschen so viele, wie vielleicht TCP/IP als Protokoll, was vor unglaublichen Zeiten entwickelt worden ist und heute mit einer unglaublichen Menge an Endgeräten immer noch funktioniert, weil damals Implementierungsentscheidungen und Designentscheidungen getroffen worden sind, die halt so hoch skalieren, dass man wirklich manchmal nur verwundert kopfschüttelnd davor stehen kann und sagen kann, wie krass. Ja, ich glaube, da hast du ganz recht. Das fand ich auch gerade jetzt letzten Donnerstag beim Crew-Treffen ist mir das auch nochmal aufgefallen, wie gerade dieses Crew-Konzept doch auch sehr gut funktioniert jetzt. Dass es gibt halt eben sehr, sehr viele Crews und da sind auch immer viele Leute drin und so. Also irgendwie, also zwischenzeitlich sah es ganz anders aus. Ich kann mich sehr gut erinnern, noch 2011, also eigentlich vor dem Wahlkampf, wie ich hier bei dieser Crew, die jetzt überlaufen ist mit Leuten, wo ich kaum die Namen kenne, wie ich da gesessen habe, alleine vor dem Café um 19.30 Uhr und um 19.50 Uhr kam Alexander Spieß, der jetzt keine Zeit mehr für die Crews hat, weil er Donnerstag in meinem Abgeordnetenhaus ist, noch eine andere Veranstaltung. Ne? Und dann saßen wir da zu zweit. Ne? Zwei alte Männer an der Straße. Ne? Ich sag dir, also ich fand es so, teilweise so schlimm. Also nicht, weil, nicht wegen Alexander, aber einfach, weil man sagt, ich meine, so was wird jetzt hier? Wir haben 2011, es gibt eine Wahl und wir sitzen hier, es war so Mai, Juni rum, mit zwei Hanseln. Und niemand ist da. Und es ist niemand da. Ja, aber was ich halt meine, ist, ich glaube, es braucht noch mehr als das, als die Crews und Squads. Was wir ja immer schon genutzt haben zur Dokumentation, ist das Wiki. Ja. Da sind auch verschiedene Dinge dazugekommen. Da gibt es jetzt Pads und es wird viel getwittert und es gibt Mailinglisten und es gibt Mumble und es gibt Foren und es gibt Blogs und Podcasts.
und Facebook und irgendwie ganz viele andere Sachen. Und überall sind Informationen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein neues Mitglied wäre, ja, und würde gerne mich irgendwo beteiligen, dann müsste ich zum Beispiel Glück haben, dass ich in eine Crew komme, wo irgendwie Leute sind, die vielleicht nett sind, die sich irgendwie um mich kümmern. Ich müsste vielleicht Leute kennenlernen. Ich muss also eigentlich auf irgend so eine Wissensinsel kommen. Und wenn ich dann auf so einer Wissensinsel bin, dann dieses Wissen, das da irgendwie ist, anzapfen. Weil in diesem unglaublichen Wust an Informationen, den wir so irgendwie zur Verfügung stellen und das alles für hochgradig transparent halten, sich da einen Überblick zu verschaffen, ist mir als Vorstand so vor allem zum Ende der Amtszeit hin schon nicht mehr gelungen, wobei man da ja eigentlich noch wirklich ganz gut so in der Mitte irgendwie sitzt und mit den Sitzungen und so Zeug. Ja. Und alle anderen Leute müssten unglaubliche Mühen auf sich nehmen, um sich einen Überblick zu verschaffen oder Journalist sein und dafür bezahlt werden. Mhm. Was ja auch nicht irgendwie der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte sein kann. Wir haben in unser Wahlprogramm geschrieben, dass alle Informationen ich glaube unmittelbar und nachvollziehbar zu veröffentlichen sind, was so politische Prozesse und so weiter anbetrifft, haben in diesen Transparenzteil unseres Wahlprogramms wahnsinnig viel reingeschrieben, was super ist, wie andere Leute das machen sollen. So, also mit Open Data und maschinenlesbare Formate und auf einer Plattform und so weiter und so fort. Und ich kann mich erinnern, dass Martin Delius damals schon bei dieser Landesmitgliederversammlung, bei der dritten im letzten Jahr, gesagt hat, wir schreiben da ganz viele Sachen rein, die wir selber im Moment nicht im Ansatz machen. Richtig. So. Und es ist heute immer noch so. Ja. Und ich sehe mittlerweile die große Gefahr, dass wir, das ist zumindest jetzt so mein Gefühl, an so einem Punkt angelangt sind, wo wir als Organisation drei mögliche Wege vor uns haben. Es wurde ja bei der letzten Landesmitgliederversammlung auch schon wieder über Bezirksverbände gesprochen. Das ist der eine mögliche Weg. Wir gliedern uns nach klassischem Prinzip durch. So, Bezirksverbände, dann vielleicht noch irgendwie Ort und so weiter und so fort, also so richtig schön runter und haben dann halt so eine hierarchische Struktur, wo dann gewisse Definitionen, wem beantrage ich bestimmte Sachen, bei welcher Vorstand ist für bestimmte Angelegenheiten zuständig, wo muss jeweils ein Überblick über Sachen bestehen, die gerade irgendwie passieren. Diese Definitionen müssen, wenn man sich so durchgliedert, automatisch erfolgen, weil sonst gibt diese Durchgliederung letzten Endes auch keinen großen Sinn. Da muss es dann passieren. Naja, gut, so. Das wollen wir auch. Und das ist halt, genau, und das ist halt eine, das wäre ein eine. Weg, aber ja, ich glaube, der wird nicht beschritten werden. Ist halt eine klassische Variante, die ist erprobt. Ja. Man kennt auch viele Folgen, die sowas hat. Ich glaube aber tatsächlich selber, dass wir in Berlin das nicht nötig haben, weil wir aufgrund der Möglichkeiten in dieser Stadt hier, also manchmal fahren die S-Bahn ja und man kann sich treffen und alle diese Dinge, wir sind jetzt auch erstmal nicht unbedingt auf einen Flughafen angewiesen, um uns treffen zu können mit anderen Piraten hier in dieser Stadt, tatsächlich auf so eine durchgliederte Struktur ganz gut verzichten können, weil sie natürlich auch sehr viel Flexibilität kostet und sehr viel Verwaltungsaufwand produziert und so weiter und so fort und ganz häusliche Effekte haben kann. Es ist aber jedenfalls ein möglicher Weg. Ein zweiter möglicher Weg ist, wir wurschteln weiter so wie bisher. Wir haben also irgendwie 20 verschiedene Kanäle, wo nicht nur kommuniziert wird miteinander, sondern wo auch Informationen irgendwie aufbewahrt werden sollen eigentlich. Ich glaube, dass uns das zum Teil in einigen Bereichen schon lange um die Ohren geflogen ist. Weil niemand mehr wirklich einen Überblick über bestimmte Dinge hat, die in diesem Land passieren. Daraus zum Beispiel auch eine große Frustration erwachsen kann. Arbeit wird entweder gar nicht gemacht oder von drei verschiedenen Leuten, die dann irgendwie am Ende angepisst sind, warum ihnen keiner was gesagt hat. Man hat immer so das Gefühl, es würde einem irgendwelche Informationen vorenthalten oder sowas. Und niemand hat im Moment wirklich einen Überblick. Das Problem, das daraus zum Beispiel erwächst, ist, wie soll man vernünftige Entscheidungen treffen? Als Vorstand, als normaler Pirat, als was weiß ich, womit man sich jetzt zum Beispiel beschäftigt, welche Prioritäten man setzt. Wenn man nicht auch nur annähernd irgendwie einen Überblick darüber hat, was ist denn geplant, was läuft gerade im Moment, wie hat man bestimmte Sachen in der Vergangenheit gemacht. Und diesen Überblick haben wir im Moment nicht. Den hat, glaube ich, wirklich niemand in dieser Organisation. Und ich denke, wir brauchen den. Es ist im Grunde genommen so das innerparteiliche Äquivalent von dem, was wir dann immer mit der Bildung meinen, wenn wir von politischer Bildung sprechen. Ja, man braucht Bildung, man braucht Informationen, man braucht freien Zugang zu Wissen. Wissen muss vernünftig aufbereitet sein, muss vernünftig dargestellt sein, muss zugreifbar sein, einfach aufzufinden und so weiter und so fort, damit man sich ein Bild machen kann, damit man einen Überblick gewinnt und
auf der Basis dieses Überblicks und dieser Informationen dann eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Mhm. Und das müssen wir in diesen Zustand müssen wir innerparteilich auch herstellen und wir haben den im Moment nicht. Wir tun oft so und sagen, ich habe es doch getwittert, wieso, es ging doch über die Mailingliste. Ja, Mailingliste wunderbar, Twitter wunderbar, das scrollt nach ein paar Tagen wieder raus und alle Leute, die danach erst sich auf der Mailingliste anmelden oder kein Twitter haben oder kein Smartphone und da jede 5 Minuten irgendwie reingucken, denen bleibt diese Information auf immer verborgen. Wiki, das hat vielleicht auch mal funktioniert, als man in Berlin da irgendwie 10 Nutzer hatte und die Struktur noch relativ klein war. Ich halte das mittlerweile für bestimmte Arten von Informationen völlig ungeeignetes, also gerade so diese Work-in-Progress organisatorischen Geschichten und so, für ein vollkommen ungeeignetes Mittel, um Informationen dann auch dauerhaft transparent irgendwie aufzubewahren und darzustellen. Und das ist halt mit allen anderen Kanälen, die wir benutzen im Moment auch so. Jedenfalls das aber der zweite Weg. Wir lassen das einfach so, wie es ist, arrangieren uns irgendwie damit, arbeiten uns dann oft auch genau deswegen kaputt, weil dieser Zustand eben so besteht, weil man schon einen ungeheuren Aufwand betreiben muss, um sich überhaupt einen Überblick darüber zu verschaffen, was eigentlich gerade irgendwie anliegt. Und ich denke, es ist uns an einigen Stellen schon um die Ohren geflogen und wird uns über kurz oder lang komplett um die Ohren fliegen, weil wir ja auch bedenken müssen, wir haben irgendwann einen Organisationsübergang, nämlich zu den Fraktionen, die halt ganz anders arbeiten, mit festen Terminen, mit festen Zuständigkeiten, mit fix dokumentierten Prozessen, wie so ein parlamentarischer Apparat eben abläuft, was man wann tun kann, um welches Ziel das man hat zu erreichen. Und wir haben da halt diesen Organisationsbruch, also auf der anderen Seite unsere Piratentruppe, die halt wahnsinnig aktiv ist, unglaublich tolle Ideen hat, ganz viel Macht, letzten Endes aber auf eine Art und Weise, die oft so chaotisch ist, dass dieser Übergang in diese anderen Organisationen, in so eine parlamentarische Organisation wahnsinnig schwierig und aufwendig ist und dann auch wieder zu sehr viel Frustration auch führt auf beiden Seiten, was wir glaube ich auch in den letzten Monaten erlebt haben. Ja. Und dann sehe ich noch einen dritten Weg, den ich gerne haben möchte, den ich gerne vorstellen möchte, auch bei der nächsten LMV und den ich gerne mit dem Landesverband zusammen umsetzen will. Und das ist im Grunde genommen der Weg, so wie wir eigentlich auch in unserem Wahlprogramm geschrieben haben, wie eine transparente Organisation arbeiten soll. Aha. Es gibt ja da Vorbilder. Open Government ist auch so ein Stichwort, das wir irgendwie haben. Ich weiß nicht, ob das direkt im Wahlprogramm vorkommt, aber also Open Data kommt auf jeden Fall vor. Was ist Open Government? Im Prinzip die Idee, so eine Regierungsorganisation stellt übersichtlich dar, welche Ziele werden verfolgt. Wie weit ist die Umsetzung jeweiliger Ziele jeweils gediehen und worin bestehen die einzelnen Schritte dieser Umsetzung und wie weit ist man da gerade? Wer ist wofür zuständig? Wie erreicht man die Personen? Und so weiter und so fort. Zum Beispiel Idee, ja okay, man hat ein Ziel, man muss eine Landesmitgliederversammlung machen. Da gibt es dann also verschiedene Unterbereiche, Catering, Streaming, die Versammlungsleitung und so weiter und so fort. So, wer ist wofür zuständig? Wenn ich mich da zum Beispiel einklinken will, so, muss man da dann immer irgendwie einen Vorstand fragen, der Organisatorisches irgendwie in seinem Portfolio hat? Nee, muss man eben nicht. Es gibt ja Leute, die sich viel besser auskennen, die nämlich da in der Orga direkt drin sind. Nur von außen gesehen ist es halt gar nicht so einfach, an solche Informationen zu kommen. Genauso wie es auch nicht so einfach ist, an Informationen zu kommen, wo wird denn gerade noch akut irgendwie Hilfe gebraucht? Wo ist noch Mitarbeit erforderlich? Und wo läuft die ganze Sache? Und es ist eigentlich nicht notwendig, dass man sich da irgendwie noch einklingt. Ja. Und wir erwarten halt letzten Endes von anderen Organisationen, dass sie alle Informationen über organisatorische Abläufe, über Verfahrensweisen, über Zuständigkeiten, über laufende Projekte, vergangene Projekte und in der Zukunft geplante Projekte und über den jeweiligen Bearbeitungsstand auf einer übersichtlichen Online-Plattform anbieten. Und zwar nicht nur als PDF oder so Zeug, sondern tatsächlich in maschinenlesbaren Formaten, damit man die dann weiterverarbeiten kann. Zum Beispiel über eine API-Schnittstelle so Dinge tun kann, wie die Kontaktinformationen von allen Leuten, die irgendwie in einem organisatorischen Bereich arbeiten, an anderer Stelle in ein anderes Datenformat zu überführen, damit man sie zum Beispiel einfach in irgendwelche Kalendersysteme oder sowas importieren kann. Mhm. Oder bei Zuständigkeitsbeschreibungen in irgendwelchen Bereichen die Möglichkeit zu haben, ein Bereich oder eine Zuständigkeit, wo man dann vorher dokumentiert hat, was macht dieser Mensch, was hat er vorher gemacht, was sind die Aufgabenbereiche,
sagen wir als Beispiel von einem Mailinglisten-Administrator oder so, seinen Bereich auf inaktiv beziehungsweise vakant zu setzen und dann über so eine Schnittstelle automatisiert abzurufen, welche Positionen, welche Beauftragungen, welche Arbeitsbereiche sind gerade vakant und die automatisiert auszuschreiben. Mhm. Und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht umsetzen sollten. Wir schreiben im Wahlprogramm vor, wie andere das machen sollen, prophezeien sehr, sehr gute Effekte. Also prophezeien ja letzten Endes auch Effekte, dass es die Beteiligung erhöht, die Beteiligungsmöglichkeiten deutlich erhöht, dass nicht nur dem Prinzip Transparenz dadurch deutlich mehr Genüge getan wird und dieser Anspruch erfüllt wird, sondern dass positive, auch wirklich positive praktische Effekte sich durch so ein Verfahren ergeben. Zum Beispiel, dass Experten, die sich irgendwo besonders gut auskennen, durch den Zugriff auf alle diese Informationen einklinken können in ein Projekt und sagen können, Moment mal, ich habe da eine bessere Idee, wie man es machen könnte. Das sind ja so Effekte, die wir prophezeien. Und von diesen positiven Effekten müssen wir ganz dringend auch als Partei profitieren. Und dass wir dann damit auch noch am Ende einem Anspruch, den wir selber an andere formulieren, deutlich besser genügen und dass wir selber auch zu Experten werden, was Open Government Prinzipien und Open Data Strategien und so weiter, die Umsetzung von solchen Projekten und auch das am Leben halten von solchen Sachen anbetrifft, ist halt so ein schöner Nebeneffekt, dass wir dadurch auch Experten werden in einem unserer Kernbereiche. Ja, das ist ja auch nur folgerichtig, denn ich meine, die Parteien sind ja die Schnittstelle zwischen der Gesellschaft und dem Staat. Und natürlich muss auch in der Schnittstelle müssen halt auch Prinzipien von Open Data und Open Government eine Rolle spielen. Aber. Ja, aber. Jetzt kommt ein Aber. Ja, ich habe viele Abers. Oh, ach, nun denn. Zum einen hört sich das ein bisschen so an, als ob man soziale Probleme durch Technik erschlagen will, was nicht immer gut geht. Was würdest du dazu sagen? Auf das andere komme ich gleich. Nicht alle. Ein paar. Ich glaube, dass sich immer, dass im Moment einige soziale Probleme wegen der Technik entstehen, die wir benutzen. Mhm. Und dass wir einige dieser so entstehenden sozialen Probleme, also Technik jetzt nicht nur im Sinne von Technik, sondern auch wie wird mit dieser Technik verfahren, was ich eben vorher meinte, irgendwie 17 verschiedene Informationskanäle und man hat ständig das Gefühl, es wird an einem vielleicht sogar noch bewusst irgendwas vorbeigemacht, Frustrationen daraus und so weiter, dass wir da durchaus mit einer technischen Lösung beigehen können, um diese Probleme zumindest an ihrem Entstehen zu hindern. Und diese Probleme nicht durch andere ungeeignete technische Verfahren entstehen zu lassen. Dass man mit technischen Mitteln nicht alle sozialen Probleme lösen kann, ist, glaube ich, evident. Das wäre auch Quatsch, das zu behaupten. Das ist kein Allheilmittel, sowas gibt's nicht. Mhm. Klar, ja. Ja, und das andere, wir hatten vorhin ja schon Liquid Feedback erwähnt und hatten natürlich auch gesagt, dass das auch im Grunde schon eine Vision für die Zukunft ist und sehr gut skaliert. Da gibt es ja gewisse Vorwürfe, die man immer hört bei Liquid Feedback. Mhm. Einmal, dass es eine Barriere darstellt für Leute, die nicht so computeraffin sind. Mhm. Das wäre doch auch ein Argument, was man hier vielleicht einwenden könnte bei Ansätzen, die was mit Open Government zu tun haben, weil sie doch auch wieder sich an die netzaffinen Leute wendet, wobei wir ja gerade jetzt bei der Piratenpartei so eine gewisse so einen Umschwung haben, dass sehr viele neue Leute, die auch gerne was tun wollen, nicht so netzaffin sind. Ja, das ist bei der Primärnutzung von so einer Online-Plattform vielleicht nicht ganz falsch. Wobei, wenn man sich zum Beispiel, also wenn es natürlich darum geht, dass Leute gar keinen Internetzugang haben, keinen Rechner haben oder nur sehr wenig irgendwie damit in Berührung gekommen sind bisher, dann hilft einem auch die übersichtlichste Oberfläche nichts. Ich habe mir aber zum Beispiel mal die Open Government Plattform der britischen Regierung angeschaut, die zu allem anderen auch noch wahnsinnig übersichtlich aussieht und sehr einfach irgendwie zu bedienen ist, zumindest als Nutzer, also als jemand, der sich eben informieren will, welche Projekte zum Beispiel gerade das britische Landwirtschaftsministerium verfolgt und wie weit die da gerade sind und wer da wofür zuständig ist. Solche Informationen hat man da wirklich innerhalb von wenigen Minuten und zwar auf ganz bequeme Art und Weise, ohne irgendwie da große Anstrengungen vollbringen und irgendwelche komischen Suchen benutzen zu müssen. Also das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzusehen, wie diese Plattform aussieht. Wie heißt die? Ich muss mal gucken, die URL können wir vielleicht in die Shownotes schreiben oder so. Ja, wenn ich sie wüsste. OpenGovUK, ich gucke gerade mal.
Zum Beispiel data.gov.uk. Ah ja. Und von dort aus kann man sich dann weiter. Und ich glaube, es gibt auch noch transparency.gov.uk. Also da sind einige Dinge, die man sich da ganz gut anschaut. Ah, da gibt es auch so eine Tag-Cloud. Das ist sehr schön. Wie auch immer. Aber zu der Frage zurück. Ja, wenn man jetzt nur von dieser Primärnutzung ausginge, ist da sicherlich was dran. Ich glaube halt aber auch, dass zum Beispiel für Leute, die sowas tun, wie neue Mitglieder oder Mitglieder, die irgendwie ankommen und was wissen wollen, die dann die Aufgabe übernehmen, die dann zum Beispiel bei Vorträgen, bei Veranstaltungen oder sowas zu informieren, so ein System halt sehr gut als Informationsquelle benutzen können. Ich sehe auch dadurch, also diese Softwarelösung, die ich mir da jetzt angeschaut habe, noch nicht wirklich komplett irgendwie durchinstalliert und alle angeguckt. Das ist erstmal nur ein Vorschlag. Was aber notwendig ist, ist natürlich eine Schnittstelle, die man verwenden kann. Und ich sehe zum Beispiel auch die Möglichkeit, sehr einfach aus so einem System, wenn die Daten strukturiert vorliegen, auch eine Druckausgabe zu machen von den wesentlichsten Dingen. Eine Ausgabe zu machen, die dann ja vielleicht in sowas mündet wie eine Sonderausgabe eines Kaperbriefs, was ja die gedruckte Piratenzeitung der Berliner Piraten ist. Tatsächlich so ein System zu nutzen, aber halt ein zentrales System, das Daten aggregiert und zusammenfasst und übersichtlich darstellt, eben aber nicht nur online, sondern zum einen zum Beispiel als Informationsquelle für andere Leute, die für andere Piraten, die dann halt so diese Informationsaufgabe übernehmen, bei Crewtreffen, im Kinski, sonst irgendwo, und über die Möglichkeit einer einheitlichen Schnittstelle natürlich auch die Variante ganz einfach ist, auch übersichtliche Ausdrucke, so eine Art Piratenbuch, was zum Beispiel Enno Park, der derzeitige Schatzmeister, ja auch vorgeschlagen hat, dann auch aus diesen Informationen deutlich einfacher zu erzeugen und schneller zu erzeugen und im Wesentlichen automatisiert zu erzeugen, als es heute möglich wäre, wenn man halt aus Wiki-Mailinglisten und zig anderen Sachen irgendwie sich diese Informationen erst irgendwie praktisch per Copy und Paste rausziehen muss. Mhm. Ja. Und warum greift man nicht zum Beispiel auf Redmine zurück? Scheint mir keine, also ich weiß nicht, ob es dafür ein Open Government Plugin gibt, ob es da irgendwas gibt, was sozusagen auch eine Organisationsstruktur darstellt. Bei der Software, die da letzten Endes zum Einsatz kommen soll, das ist mir letzten Endes wurscht. Es muss halt bestimmte Kriterien erfüllen, Open Source sein, über eine API-Schnittstelle verfügen, und bestimmte andere technische Voraussetzungen mitbringen, also Organisationsstrukturen darstellen, Projekte, Projektfortschritt, übersichtlich sein für den Endnutzer, also nicht irgendwie so 30 Klicks und 7 Volltext suchen, später ist man dann mal irgendwo im Ansatz da, wo man hin will, und so weiter. Ich habe da jetzt nicht den Punkt, dass ich irgendwie auf eine bestimmte Softwarelösung fixiert bin. Ja. Finde es aber ganz interessant, was zu nehmen, was zum Beispiel schon von einer Regierung zur Umsetzung ihrer Open Data bzw. Open Government Strategie benutzt wird. Das mit dem Transparency finde ich gerade nicht. Ja. Du hattest da was mit Transparency. Mhm. Sagst du die Adresse nochmal? Moment. Ups. Jetzt haben wir gerade eine Brummschleife kurz produziert oder sowas, ist aber schon wieder vorbei. So. Jetzt musst du aber irgendwas sagen. Gut, dann werde ich ihn überbrücken. Also ich habe hier noch Cabinets Office, das kann ich auch mal verlinken. Da ist eben auch dieses Wordle drin. Mhm. Also da gibt es halt tatsächlich, ja, wenn man sowas nutzen könnte, ist das natürlich sehr schön. Ja, richtig. Also das ist halte ich für ganz wichtig. Es gibt noch ein anderes Problem, was ich auch sehe. Das ist auch tatsächlich, ich glaube, das ist schon ein ernstzunehmender Konflikt. Wir hatten das so ein bisschen bei Liquid Feedback. Mhm. Da wurde ja immer gesagt, ja, Liquid Feedback, das geht ja nicht, da wird ja alles immer gespeichert. Das ist bei Liquid Feedback besonders hervorgeholt worden, immer dieses Argument gegen Liquid Feedback. Das ist aber natürlich überhaupt ein Argument auch,
bei so Open-Government-Plattformen. Da soll alles gläsern sein, transparent, was wir ja auch richtig finden. Nur wenn es dann um das normale Parteimitglied geht, da gibt es oft die Forderung, ja, das soll eben nicht so transparent sein. Wie wäre das zu lösen in so einem, ja, in so einem System? Also es ist natürlich schwierig und ich glaube nicht, dass man so eine Bausch- und Bogen-Antwort geben kann. Wenn es sich um organisatorische Parteitätigkeiten und deren Dokumentation handelt, also sinngemäß zum Beispiel sowas wie man administriert eine Mailingliste und wird gebeten zu dokumentieren, welche Arten von Geschäftsvorfällen da zum Beispiel passieren. Also sinngemäß, es meldet sich jemand an, es meldet sich jemand ab, es hat jemand irgendwie ein Problem, weil ein großer Anhang nicht durchgeht und letzten Endes dann ein Mailinglistenadministrator da dokumentieren soll, welche Tätigkeiten eben bei so einer Beauftragung oder so einer Tätigkeit zu verrichten sind und wie lange das in der Woche ungefähr dauert. Und Kontaktinformationen, wie erreicht man dich? Das halte ich, in sowas ist zum Beispiel für mich völlig unstrittig, weil vor allem, wenn man den Leuten vorher sagt, das ist halt Bedingung, wenn du das machen willst, dann müssen die Leute dich erreichen können. Es muss ja nicht die private Mailadresse sein. Und es sollte irgendwie im Sinne einer Übergabe oder einer oder der Möglichkeit, dass halt auch jemand anders das übernehmen kann. Jetzt haben wir hier aber wirklich so ein Brummen drin. Ah, jetzt. Ist das vielleicht dein Handy? Das habe ich eigentlich. Aber so, ist jetzt ist wieder so verheddert. Das müsste alles wieder gehen. Gut. Ah. Da ist irgendwas. Ah, ich glaube, da steckt da was nicht richtig drin. Ah, okay. Gut. So. Tatsächlich, das ist, glaube ich, völlig vertretbar, auch zum Beispiel im Sinne einer Übergabe, genauso wie andere Zuständigkeitsbereiche, wie die Dokumentation von Bereichen, von Arbeitsgebieten und dergleichen und das Veröffentlichen von Projektfortschritten oder so. Hm. Also ich sehe da wenig Konflikt. Es wird bei anderen Sachen vielleicht da eine Diskussion sein, da muss man dann mal sehen. Ich habe im Moment allerdings wenig im Kopf, wo es an der Stelle wirklich zu einem Konflikt auch kommen könnte, weil es mir an dem Punkt ja gar nicht darum geht, also zum Beispiel bei den Briten stehen natürlich auch überall die Gehälter drin von den Leuten oder die Bezüge, die da jetzt irgendwie in so Ministerien arbeiten und dergleichen. Das wird man halt sehen müssen, wie geht man dann mit diesem Anspruch um. Was man sagen muss, ist, wir haben ihn erstmal für andere im Wahlprogramm formuliert, was nicht heißen soll, dass wir diese Diskussion nicht weiterführen können und sollten. Es ist ja durchaus wichtig, da auch immer wieder mal beizugehen und zu gucken. Ich sehe im Moment aber insbesondere, was so die Darstellung der Parteistruktur außen, aber auch in die Partei selber und vor allem halt auch die Tätigkeiten, die Projekte, die Dinge, die getan werden sollen, auch so ein bisschen das Gedächtnis zu sein, da wenig im Konflikt zur Privatsphärendiskussion. Mhm. Ja. Ja, da bist du optimistisch. Ich weiß es nicht. Ich muss optimistisch sein. Kann ich mir vorstellen, dass es da doch dann Leute gibt, die das eventuell anders sehen. Ja. Ja. Also ich bin halt, ich habe darüber nachgedacht, gerade auf der Gebietsversammlung jetzt in Lichtenberg, da ging es ja auch wieder um Liquid Feedback und da wurde auch dem Klarnamen, dem sogenannten Klarnamen Liquid, was ich ja finde, das ist ja die Bezeichnung schon falsch, aber gut, weil es nicht um Klarnamen geht, sondern um Identifizierbarkeit, aber gut, dem wurde eine klare Absage erteilt dort, wobei mir nicht richtig klar ist, wie dann. Es fing gerade schon wieder an. Ach so. Wobei mir da nicht richtig klar ist, wie dann eigentlich das gehen soll. Also wie die, das ist ja das Problem, man braucht ja einen Akkreditierungsprozess, weil man ja auf Bezirksebene nicht mitstimmt, dadurch, dass man irgendwo Mitglied ist. Wir haben ja keine Bezirksverbände. Also es muss auf jeden Fall ein Akkreditierungsprozess gemacht werden und das ist mir da nicht so ganz klar. Eine ähnliche Problematik sehe ich jetzt bei so einem System, wenn du halt da sehr viele Leute reinsetzen willst, die sozusagen Experten sind und für ihren Bereich zuständig, dann müssen die natürlich da auch jeweils mit persönlichen Daten und auch mit den Dingen, die sie schon gemacht haben, rein. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Leute sagen, oh nee, mein Arbeitgeber, der sieht dann, dass ich so viel für die Piraten mache und so. Also oh, das ist aber wirklich ganz seltsam. Jetzt wird es irgendwie das. Jetzt wird es unschön. Unangenehm, ja. Das war da wirklich irgendwie so vielleicht
versuchen es mal. Da wird in der Nachbearbeitung noch was zu tun sein. Wie, schneiden wir raus. Wie unangenehm. Ja. Ich sehe an der Stelle tatsächlich im Moment nicht das wahnsinnig große Problem, weil wir Informationen, glaube ich, eigentlich fast alle, die wir initial brauchen, die haben wir schon. Die sind im Wiki. Mir ist es auch wurscht, ob da jemand nur seinen Nickname benutzt, solange man irgendwie eine Mailadresse hat oder irgendwas, die dann irgendwo da drin steht und man weiß, okay, das ist die Person, die irgendwie sich am besten mit Streaming-Equipment auskennt oder mit sonst irgendwas oder die ein Auto hat, keine Ahnung. Der Rest mir ja da egal. Also es geht an der Stelle, glaube ich, auch viel weniger um das Prinzip der Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen, sondern eher um erstmal Verfahrensweisen einzuführen, auch eine Kultur vielleicht auch zu schaffen, vielmehr aber an der Stelle auch mit organisatorischen Prozessen und organisatorischen Fragestellungen, weil das auch, glaube ich, erstmal das ist, was am dringendsten notwendig ist, übersichtlich darzustellen. Und damit das Ganze, also wie gesagt, ich glaube, wir müssen da gar nicht so viele Informationen neu erfinden oder neu irgendwie generieren, sondern letzten Endes einfach in einem Prozess, der, glaube ich, auch gar nicht so lange dauern wird. Ich habe ja auch einen Zeitplan. In einem Prozess, der gar nicht so lange dauern wird, die Informationen, die wir an sehr vielen Stellen verstreut, glaube ich, einfach alle schon haben, mal zusammenzusammeln und uns darüber einen Überblick zu verschaffen. Das wäre so sowieso der erste Schritt, den ich auch sehe, den auch ein neu gewählter Vorstand letzten Endes, um sich selbst einen Überblick zu verschaffen, sowieso irgendwie machen sollte. Ja. Das sehe ich sowieso als unabdingbar an und das wäre auch eins der ersten Dinge, die ich halt irgendwie anlegen und beginnen würde, um halt einen Überblick darüber zu gewinnen, okay, welche Bereiche werden bearbeitet, wo ist im Prinzip im Moment gar nichts, was für Möglichkeiten hat man überhaupt zur Umsetzung bestimmter Dinge. Du hast ja gesagt, dass du mich für einen Optimisten hältst, da auch einen Zeitplan, der so aussieht, dass bis Ende Oktober dieser erste Prozess, die Informationen mal zusammenzusammeln, also durchaus auch Leute anzutriggern, die nach Dingen zu fragen und so weiter, und halt eine Informationssammlung zu veranstalten, dass der Ende Oktober abgeschlossen ist. Dass wir dann vielleicht so 2 Monate damit verbringen, die Informationen da auch zu gruppieren, zu so Clustern zusammenzustellen, also vielleicht auch zu größeren Aufgabenbereichen, die sich dann entweder möglicherweise auch in so Vorstandsaufgabenbereichen dann nochmal irgendwie niederschlagen können, aber vielleicht auch nicht. Und dann im Frühjahr bis möglichst Ende Februar die Überführung in so eine Software. Also ich weiß, dass das klingt relativ ambitioniert. Ich glaube aber, wenn man da mit ein paar Leuten, die da Lust drauf haben, das irgendwie macht, dass das auch Spaß machen kann und dass so ein Zeitplan auch zu halten ist. Und sehe das letzten Endes so auch wir haben ja schon auch so ein bisschen darüber gesprochen, ich hab darüber gesprochen, warum ich das machen will und was ich mir davon verspreche. Ich verspreche mir dann letzten Endes auch so eine gewisse Überflüssigkeit eines Vorstands an einigen Stellen. Vielleicht auch eine Überflüssigkeit von anderen Einzelpersonen als einzelnen Personen, die als Wissensinsel, nur wenn die da sind, nur wenn die irgendwie ihr Wissen mit anderen teilen wollen und es dann auch tun, dann funktionieren bestimmte Sachen und ansonsten nicht. Das ist unserer Organisation nicht angemessen. Das ist, glaube ich, eigentlich keiner Organisation angemessen. Und auch das ist so eine Idee. Wir reden ja immer drüber, wir haben die Vorstände nur, weil es im Parteiengesetz steht und bla bla bla. Das stimmt halt im Moment nicht. Im Moment ist das eine reine Illusion. Und wenn wir wollen, dass das passiert, wenn wir wollen, dass einzelne Leute nicht einfach, weil sich Organisationen so verändern und so, dann plötzlich in so unverzichtbare Positionen und unverzichtbar werden und so unsere Macht irgendwie anhäufen, können dadurch, ohne dass irgendwo an irgendeiner Stelle auch nur im Entferntesten ein böser Wille besteht oder diese Zielsetzung irgendwie im Vordergrund stünde. Wir müssen, wenn wir wirklich anders sein wollen an solchen Stellen, dann auch wirklich was dafür tun, dass wir anders sind. Und bin halt dafür, da eine Strategie auszuprobieren, die wir selber als die richtige erkannt haben für die große Politik. Und ich sehe nicht, was uns davon abhalten sollte, das bei uns auch umzusetzen.
Naja gut, die große Politik hat Leute, die das machen. Wir müssen hier mit Freiwilligen arbeiten und das ist dann auch immer... Ja, wenn man sich aber zum Beispiel anschaut, die große Politik, also wenn man jetzt hier die Berliner FDP als große Politik bezeichnen kann, zumindest saßen sie ja noch im letzten Abgeordnetenhaus. Ich glaube, die haben ihre Plakate nicht selber aufgehängt und entworfen und so weiter und so fort, sondern vermutlich jemanden dafür bezahlt. Das Ergebnis war aber jetzt auch nicht unbedingt besser als unseres. Genau, so, ja, also sicher, das mit sicher. Den mit der Beisterung an der Sache zu sein und es wirklich gut zu finden, führt, glaube ich, in vielen, an vielen Stellen mit weniger Aufwand zu einem deutlich besseren Ergebnis, als es vielleicht woanders der Fall ist. Das haben wir bei den Piraten ja wirklich immer wieder erlebt. Ja, das stimmt. Ja, gut, dann schauen wir. Aber es wird natürlich trotzdem dazu führen, dass mehr Leute eingebunden sein müssen. Denn das, denke ich, ist ja auch ein wichtiger Effekt der ganzen Sache. Dass man halt nicht mit so ein paar Vorstandsmitgliedern was macht, sondern eben mit sehr viel mehr Leuten. Klar. Man, wo man dann aber einen besseren Über, wo sich dann aber alle, die eben mit mehr Leuten und so weiter, sich selber einen besseren Überblick verschaffen können, was gerade irgendwie läuft, und dafür dann nicht wieder Zentralpersonen brauchen, weil man sagt ja immer, ja, der Vorstand soll delegieren, der soll gar nicht selber arbeiten. Ja, weißt du, was ohne einen Überblick über was eigentlich delegiert werden soll, was für eine Scheißarbeit ist zu delegieren, wenn du gar nicht irgendwie den so das Bild hast? Ich meine, ich war super fasziniert zum Beispiel von Swanhills Kandidatur, die auch in so dieser Idee jetzt irgendwie eine wirkliche Inspiration auch gewesen ist, mit vielen anderen zusammen. Katja, mit der ich viel drüber gesprochen habe, also Katja Date, die ja auch kandidiert. Und wir haben nach einem Vortrag von Bernd Schlömer, der ja vor zwei Wochen in der Pflugstraße da vorgetragen hat, uns zusammen hingesetzt und uns überlegt, also es ist ja nicht alleine mein eigener Plan, sondern viel von dem, was jetzt da drin steckt, ist der Plan von Katja und mir zusammen. Wir haben da auch zusammen sehr lange gesessen und überlegt und nachgedacht und gesprochen und notiert. Und ich laufe seitdem viel in der Stadt herum und denke nach. Und also dann so diese Sachen mit Open Data und so, da habe ich auch mit anderen Leuten noch gesprochen. Also da ist sehr viel passiert. Und ich sehe das als eine ganz faszinierende Angelegenheit an. Also ich habe da Lust drauf. Und ich glaube, dass das auch das Delegieren deutlich erleichtern wird, weil man dann nämlich vielleicht im Idealzustand gar keinen mehr braucht, der delegiert, der also sagt, hier, das sind folgende Dinge, die müssen getan werden, wer macht's, machst du's und so weiter, sondern selber die Möglichkeit haben, sich Aufgaben zu suchen, von denen wissen, dass sie getan werden müssen und gar niemand mehr da sein muss, auf sie irgendwie eine Arbeit delegiert, sondern die Leute sich halt einfach suchen, was sie machen wollen, was sinnvoll ist und das dann tun. Ja, muss man da nicht eventuell noch Leute stoppen? Kann schon sein. Es gibt ja Leute, die dann irgendwas machen wollen, die aber nun gerade für diese Aufgabe vielleicht nicht so gut geeignet sind. Ja, wobei man glaube ich auch sagen muss, wo du auch gerade, wir haben es viel mit Freiwilligen zu tun, es werden auch im Arbeitsleben von Menschen, die für ihre Tätigkeiten bezahlt werden, sehr viele Fehler gemacht. Vielleicht im einen Bereich weniger, im anderen etwas mehr. Ich glaube, da müssen wir auch zu einer Kultur finden, die das auch zulässt und bei uns in unserer ehrenamtlichen Organisation nicht höhere Maßstäbe ansetzt, als man das jetzt vielleicht irgendwie in einem beruflichen Kontext machen würde. Also man muss, glaube ich, auch die Leute, selbst wenn sie vielleicht jetzt was am Anfang irgendwie nicht gut können oder so, das auch einfach machen lassen, weil man viele Dinge auch einfach nur durchs Machen und durchs Ausprobieren und durchs Tun lernt. Ich stimme dir aber zu, im einen oder anderen Fall kann das schon mal sein, dass man dann vielleicht sagen muss, du, ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Wobei ich da auch wieder sagen muss, dazu muss man auch nicht unbedingt Vorstand sein. Da erinnere ich an das allgemeine piratige Mandat, wo es ja auch heißt, man soll sich andere Leute suchen, mit denen reden, ob die das für eine gute Idee halten, sich also irgendwie abdecken. Ich denke da an andere Dinge. Ich denke daran zum Beispiel, das hatten wir ja auch gerade in Berlin, dass sich Leute selber gesagt haben, ich mache jetzt Öffentlichkeitsarbeit, die dafür dann doch nicht die richtigen waren. Oder die dann auf einer entsprechenden Position, die sich damals noch ja praktisch selber genommen haben, so ähnlich wie du das jetzt vorschlägst, dann ihre eigene Agenda vertreten haben, wo es dann sehr lange gedauert hat, bis man dann die entsprechende Person wieder abberufen hatte.
Und das ist dann halt so ein Punkt, da sehe ich das schon ein bisschen kritisch, wenn du sagst, jemand findet sich ganz toll und übernimmt da eine Aufgabe, der aber nicht gewachsen ist, beziehungsweise auf der er möglicherweise eine Agenda fährt, die nicht zu den Piraten passt. Ich baue da sehr stark auf das Verantwortungsgefühl von allen Piraten. Klar wird es irgendwann immer mal wieder kann es vorkommen, dass man dann auch als Vorstand vielleicht irgendwie sagt, okay, das geht so nicht, dass wir mal mit jemandem sprechen. Man muss ja aber auch nicht gleich irgendwie die Keule rausholen und mit Bimpfungen beginnen oder so. Genau, sondern Gelassenheit durch Transparenz üben. Wenn man weiß, was läuft, dann weiß man auch, an welcher Stelle Unbild erwarten ist und dann kann man sich darauf konzentrieren. Dann tatsächlich darauf konzentrieren und verliert nicht irgendwie in einem musigen Wald als Eichhörnchen dann den Überblick und wird keines der Nahrungsverstecke wieder, was dann nicht so schön ist. Ja. Und ich erwarte mir tatsächlich sehr viele, sehr, sehr viele positive Effekte durch die Umsetzung. Und ist auch so, das werde ich natürlich auch bei der Landesmitgliederversammlung sagen, das ist der Punkt, warum ich jetzt nochmal kandidiere, weil ich denke, dass das so dieser dritte Weg, also der erste mit der Durchgliederung nach hierarchischem Vorbild wie andere, das finde ich irgendwie sehr unsexy. Ich glaube auch nicht, dass wir das brauchen und ich glaube nicht, dass es uns gut tut. Das will auch keiner. Also ich glaube wirklich, das haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen, es war eine Minderheit von Leuten, die sich für die klassische Struktur ausgesprochen haben. Ich meine, diese Minderheit gibt es immer, aber ich glaube, dass die breite Basis das eigentlich nicht will. Wenn man halt aber irgendwann tatsächlich an einem Punkt ankommen sollte, wo sowas alternativlos wird, weil man bestimmte Aufgaben nicht mehr anders bewältigt kriegt, das wäre blöd, wenn wir das einfach so passieren lassen. Nee. Wir müssen da Alternativen dazu anbieten. Ja. Das hat auch Pavel immer wieder mal gesagt, andere Parteien sind ja nicht aus Zufall unbedingt so geworden, wie sie heute sind. Und auch nicht, weil da überall an allen Schaltstellen irgendwelche bösartigen Menschen, die Schlechtes vorhatten, gesessen sind. Sondern weil bestimmte Dinge dann geschehen sind, wie man zieht den Landtag ein und so weiter und so fort. Und man hat dann vielleicht irgendwelche Vorbilder gehabt, organisatorischer Natur und so weiter. Und diese Organisationsstrukturen, die in diesen Vorbildern vorgekommen sind, die hat man halt dann irgendwie übernommen. Und Strukturen schaffen da dann halt auch Fakten an solchen Stellen. Ja. Und setzen sich dann eben auch irgendwann so fort. Ja. Und wenn wir wollen, dass wir auch Strukturen haben, die Dinge in eine andere Richtung fortsetzen, also weiter offen bleiben, weiter allen die Möglichkeit geben, sich eben zu beteiligen und zwar ernsthaft zu beteiligen. Also nicht, man braucht jemanden zum Briefmarken kleben und dann lädt man irgendwelche Leute ein, sondern halt wirklich an interessanten Dingen Sachen auszuprobieren, auch mal was zu wagen, sich mal was zu trauen, sich selber auch irgendwie weiterzuentwickeln und dergleichen. Wenn wir das wollen, dann brauchen wir halt auch Strukturen, die das unterstützen. Und so sehr stark durchhierarchisierte Strukturen unterstützen sowas halt nicht. Die Effekte erleben wir immer wieder. Und wenn wir halt diese Offenheit, diese Möglichkeit, dieses, also eigentlich am besten gar keine Hierarchie in vielen Bereichen, nur soweit irgendwie notwendig zur Aufrechterhaltung bestimmter Funktionen und so weiter, dann müssen wir da halt auch was dafür tun, damit es so ist. Und nicht nur einfach die ganze Zeit gescheit daherreden und erzählen, was wir uns wünschen. Ja. Und insofern, und wenn jemand eine bessere Idee hat, wunderbar, immer her damit. Bin ich der Erste, sag Gott sei Dank, ist jemand was Gescheiteres eingefallen, denn stehe da jetzt auch nicht drauf. Aber der Punkt ist tatsächlich auch, dass diese Kandidatur halt mit dieser Idee, mit dieser Vorstellung und auch mit diesem Umsetzungsplan, also nicht nur wünsch dir was, sondern halt auch hier Oktober, Ende des Jahres, Februar, Software und so weiter, halt auch untrennbar verbunden ist. Also es ist mir wirklich ein Anliegen. Ich hoffe, dass das auch alles klappt. Ich halte das auch für richtig und wichtig. Erstmal, weil ich halt für Open Data bin. Ich bin ja auch Mitglied im Beirat der Open Knowledge Foundation und engagiere mich da, die übrigens ein ganz ähnliches Problem haben. Okay. Wir hatten da die Beiratssitzung und wir haben festgestellt, also die wenigen Beiratsmitglieder, die anwesend waren, haben festgestellt, dass es unheimlich viele Aktivitäten gibt im Umfeld der Open Knowledge Foundation. Sind halt so Nerds, die dann irgendwas machen.
Aber keiner hat den Überblick, was es alles gibt. Und dann habe ich dann auch, weil ich nicht genau in Erinnerung hatte, wie dein Programm heißt, habe ich, warte mal, ich hatte dann eine andere Formulierung. Ich hatte gesagt, Fortschritt durch Inventur. es ist aber Kompetenz durch Transparenz. Fortschritt durch Inventur. Okay. Mhm. Und also da ist es auch so. Und ich glaube, es ist in vielen Organisationen so, auch beim Chaos Computer Club, dass es wahnsinnig schwer ist, das einen Überblick zu haben. Und man braucht da tatsächlich so eine Plattform, oder vielleicht so eine Art Dashboard. Ich glaube, das ist jetzt noch das Wort, was man häufig benutzt. Dass man eben auf einen Blick alles hat und dann klicken kann und weiß, da finde ich es dann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also von daher ist das schon sehr überzeugend. Und wie gesagt, ich meine, wir können nicht mehr so, wenn die Strukturen, die wir jetzt haben, sind die Strukturen, die schon 2009 da war, beziehungsweise Liquid Feedback natürlich erst seit 2010, aber das ist alles schon eine lange Zeit und da muss es noch mehr geben. Ja, ja. Und das hat sich halt seitdem außenrum irgendwie seitdem mit den Crews und Squads. Ja, ja. Der Landesverband, würde ich jetzt mal sagen, verzehnfacht in der Größe, was die Mitglieder anbetrifft. Ja. Was schon spektakulär ist. Ja. Und dann eben auch noch diese Fraktionen dazu, die viel stärkere Beobachtung, unter der wir auch stehen als Organisation. Mhm. Damals, ja gut, okay, da war natürlich auch ein bisschen Presse und so, aber das sind halt alles ganz andere Ausmaße jetzt. Und ja, vor allen Dingen dieses Verfahren, dass man sich dann sonntags zu so einer zu so einem Vorstandsmarathon trifft, wo dann auch alle möglichen Leute hinkommen können und dann wird eben alle mal so besprochen, das ist irgendwie auch nicht zeitgemäß. Vor allen Dingen, ich meine, ich könnte gar nicht für so einen Vorstand kandidieren, weil ich kann nicht jeden, also da ist ja, glaube ich, jetzt jeder zweite zweiten Sonntag, jeden zweiten Sonntag, den gesamten Sonntag, ich bin so wenig in Berlin. Und wenn ich dann immer noch jeden zweiten Sonntag da nur in so einer Vorstandssitzung sitze den ganzen Tag, ich werde ja dusselig. Also ich meine, ich würde auch, nee, also es geht nicht. Ich glaube, das muss auch nicht sein. Also es muss nicht sein. Und einem nicht auch immer so ewig und so. Ja. Und diese Sitzung halt wirklich dann auch zu benutzen, um zu sagen, okay, es gibt bestimmte Dinge, die muss ein Vorstand beschließen. Aus verschiedenen Gründen, Finanzbeschlüsse und so weiter und so fort, die halt einfach aus, vielleicht auch aus rechtlichen Gründen oder sonst irgendwas eben von einem Vorstand gemacht werden müssen. Und sowas, aber eben nicht auch noch irgendwie so das als Vehikel zu benutzen, dass alle, die jetzt irgendwie was Bestimmtes wollen oder mal über irgendwas reden wollen, sich dann da irgendwie treffen. Ja. Und dann da wieder das Gefühl hat, weil es ja eine öffentliche Sitzung ist, man wäre jetzt wahnsinnig transparent gewesen und wenn man dann irgendwie so ein Protokoll irgendwie irgendwo in so ein Wie stopft und so, das reicht halt nicht. Das reicht, genügt nicht mehr, also es genügt sowieso nicht unseren eigenen Ansprüchen und es genügt aber auch aus praktischen Gründen nicht mehr. Ja, ja gut, das Protokoll kann man jetzt wirklich stopfen, das muss halt wiederfindbar sein. Es muss halt irgendwo einen Kanal geben, wo man dann zu diesem Protokoll kommt. Und wo man dann von da aus vielleicht, also wenn man halt sagt, okay, es geht um ein bestimmtes Projekt und man will halt die Vorstandsbeschlüsse, die zu diesem Projekt gehören, aber auch die organisatorische Umsetzung, die Streams, die dann irgendwie da erstellt worden sind und so weiter und so fort, das halt alles irgendwie gebündelt als Informationen auf einen Schlag haben und sich nicht aus 10 verschiedenen Medien das zusammensuchen. Das ist dann tatsächlich journalistische Arbeit. Ja, und ich finde das nicht angemessen, dass wir sozusagen von unseren Mitgliedern, nachdem du eher vorher sagtest, okay, die technische Barriere mit Internet und so weiter, dass wir quasi von den Mitgliedern irgendwie erwarten, dass sie journalistische Arbeit verrichten, um an Informationen über die eigene Partei zu kommen, sich selber auch als das besonders transparent begreift und das als ein Kernthema irgendwie hat. Das ist, journalistische Arbeit ist bei allen anderen Parteien auch erforderlich, um an Informationen zu gelangen. Das stellt uns nicht besonders heraus. Ja, also da müssen wir was tun. Das müssen wir anders machen, das stimmt. Sind denn deine Pläne nur zu verwirklichen, wenn bestimmte Leute in den Vorstand gewählt werden, weil du auch vorhin schon Namen genannt hast? Weiß ich noch nicht. Es ist ja immer noch, also wir machen ja jetzt hier einen Podcast und ich habe zwar auch ein bisschen Text geschrieben und sowas alles, aber es ist, bis auf die Gespräche,
die ich geführt habe, zu dem Plan oder zu der Idee noch nicht viel veröffentlicht. Diese Texte sind dann auch auf deiner Kandidatenseite verlinkt. Ja, ja, die werde ich verlinken. Ja, wenn also der bald Podcast auch online ist, ist das wahrscheinlich, hast du das schon verlinkt, da muss ja. ich jetzt mal gucken, wo ja, deine ja. Kandidatenseite ist. Ach so, die habe ich ja auch noch nicht erstellt. Ah, das, kommt alles, das wird alles kommen. Apropos Podcast online, das wird ja auch noch spannend, wann der erscheinen kann. Aber wir werden sehen. Was? Wie, welcher? Ich weiß, der jetzt, den wir gerade aufnehmen. Der soll relativ schnell ja. erscheinen, also noch heute, wo wir aufnehmen, also ja. ist der 27. wird okay. die 96 online gehen, die ist okay. fertig. Ich muss nur okay. noch die Shownotes, die habe ich noch nicht ganz fertig, okay. weil ich sie wieder nicht on the fly gemacht habe, sondern im Nachhinein, da muss man erst hören. Ja, ist ja. gestern erst kurz vor Mitternacht war er fertig, das heißt, ich muss mich jetzt nochmal ransetzen. Das kriege ich aber heute noch hin. Okay. Und dieser wird dann auf dem Fuß folgen. Da mache ich nämlich die Show schon on the fly parallel. Technisch, der Techniker, Herr Christian Mann, den ich auch mal erwähnen muss, obwohl er das nicht so will, der will sich auch gleich dran setzen. Also es geht jetzt super schnell. Fantastisch, das ist ja großartig. Ja, ja. ja und jedenfalls zu der Frage noch, ich weiß es noch nicht genau, weil ich noch nicht mit allen Piraten, die jetzt für den Vorstand kandidieren, darüber habe sprechen können, was von der Idee halten und ob sie das vernünftig finden oder nicht. Am liebsten wäre mir natürlich ein Vorstand, der sagt, okay, das ist eine gute Idee, finden wir auch gut und supporten das. Das wäre natürlich das Hilfreichste oder das Schönste, das würde mich am meisten freuen, weil man natürlich dann, es wird einfacher, wenn man mit anderen Leuten auch in einem Vorstand zusammenarbeiten kann, klar. die eben sowas ähnlich sehen, was natürlich schon auch ein größeres Ding ist. Ja. Ich weiß es noch nicht. Ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn Katja im nächsten Landesvorstand wieder wäre. Wir haben ja schon ein Vorstandsjahr zusammengearbeitet und das war sehr schön. Und von ihr weiß ich, dass sie den Plan auch sehr vernünftig findet, weil wir ihn ja auch zu einem Großteil zusammen auch uns überlegt haben. Und ansonsten muss man sehen. Ja. So. Ja. Ja. Gut, das kann man nicht sagen, wer gewählt wird. Ich meine, Katja gilt ja als umstritten. Das hast du in der Zeitung gelesen. Ja, habe ich in der Zeitung gelesen, das stimmt. Naja, im Internet. Im Internet, ja. Da weiß man nicht, was so passieren wird. Also man kann da, das ist ja das Schöne auch bei den Piraten, ich finde das immer sehr gut, dass man nicht vorher schon weiß, dass alles ausgemacht ist. Ja. Es gibt da immer noch. Wir können da noch große Überraschungen erleben. Ja. Ich muss auch sagen, wenn jetzt die Landesmitgliederversammlung mich nicht wählt und sozusagen eine Ablehnung dieser Idee dann damit verbunden ist, weil die Leute sagen, der redet hier Blödsinn, das ist alles Quatsch, das wollen wir nicht, hätte ich damit auch kein Problem. Weil das letzten Endes ist ja wirklich eine Entscheidung, die Piraten auch treffen müssen oder sollen. Und das ist okay, aber das ist letzten Endes halt das Angebot, das ich. Ich will ja jetzt keine einseitige Wahlwerbung für dich machen oder für Katja oder für wen auch immer, aber ich würde schon gerne ein bisschen Werbung für diese Idee machen, weil ich sie sehr überzeugend finde und weil ich wirklich glaube, dass es der richtige Weg ist. Ja, also alles so lassen, wie es ist, ist keine wirklich gute Idee und diese traditionelle Organisationsform ist passt nicht zu den Piraten. Ja. Das ist tatsächlich das, was ich ja immer Politik 1.0 nenne. Und das müssen wir überwinden. Denn sonst brauchen die Piraten nicht. Also dann haben wir, würde ich wirklich immer sagen, die Grünen eventuell besser aufgestellt. Und sehe halt, dass wir auf der Entscheidungsebene tatsächlich schon viel getan haben, um anders zu sein. Mit Liquid Feedback, aber auch mit der Tatsache, dass wir Mitgliederversammlungen abhalten und keine Delegierten haben und so weiter. Da sind wir, an dieser Stelle sind wir wirklich richtig weit vorne dran. Bei Fragen, wie dokumentieren wir die Umsetzung von Entscheidungen, die auch dann wichtig ist, weil wenn eine Entscheidung getroffen wird, die aber dann nie umgesetzt wird, dann hat man zwar schön auf demokratische Weise mit ganz tollen Verfahren eine Entscheidung getroffen, aber wenn die halt nicht umgesetzt wird, ist halt auch irgendwie nichts gewonnen, ist auch nichts anders. Und es ja auch bei vielen Dingen darauf ankommt, wie es umgesetzt wird. Irgendwas ist hier nicht so, wie es sein soll. Irgendwas ist komisch. Ja. Es ist so in diese Richtung. Nee, es wird nicht besser.
Da ist immer noch was. Jetzt? Also wenn es das Gerät ist, stört das auch nicht auf der Aufnahme. Okay, dann muss man... So, ach so, wenn es nur... Das ist nur in unseren Kopfhörern. In, die Stimmen sind nur in unseren Köpfen. Okay, ja. Gut. Wie gesagt, auf der Entscheidungsebene sind wir wirklich schon richtig weit vorne und machen da auch Sachen ganz anders als woanders. Auf der Umsetzungsebene, auf der Ebene der Organisation schaut es echt noch anders aus. Und wie wir unsere Organisation darstellen, wie wir Menschen halt auch einbinden, da haben wir wirklich echt richtigen Nachholbedarf im Moment. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, als sich irgendwie alle Aktiven im Landesverband einmal in der Woche im Breipot getroffen haben, was ja früher mal so die Location war. Und es waren halt irgendwie 20, 30 Leute und man hat sie eh die Woche gesehen. Das hat irgendwie funktioniert. Aber können wir nicht weitermachen, das wird nicht funktionieren. Das geht so nicht. Ja, das stimmt. Also da müssen wir was anderes machen. Ja, Joa. Also ich denke, das wird interessant. Und ja, also ich hoffe, dass das klappt mit der Umsetzung und dass das eben auch ja auch wirklich so vorangeht. Also von daher wünsche ich dir auch viel Glück für die Kandidatur, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt keine explizite Werbung machen will. Aber für die Sache bin ich halt. Das ist einfach das Schöne. Herzlichen Dank. Dann danke ich dir auch fürs Gespräch. Und sehr gerne. Dann bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.